liebe YouTuber, dieses Video wird ein Outfit-Video, weil ihr mir das unter meinem 100. Video doch sehr häufig geschrieben habt. Hey, Nidri, ein Lookbook oder tu deine Outfits abfilmen. Dieses Video wird ein Outfit-Video und zwar lehne ich das an meinem H&M-Haul an. Also da sind Sachen dabei, die ich im H&M gekauft habe und ich zeige euch, wie ich es mit meinen Sachen kombiniere. Und ja, ich finde es eigentlich eine gute Idee. Ihr könnt mir gerne schreiben, ob ich das nach jedem Haul machen soll. Also ein paar Outfit-Inspirationen für euch. Das finde ich persönlich ganz cool eigentlich. Und ja, deswegen fangen wir auch mit diesem Outfit an, das ich gerade anhabe. Dieses Outfit würde ich eher abends tragen. Also sowohl zum Weggehen, wenn man High Heels anzieht, aber auch einfach abends was trinken gehen mit Freunden. Es ist sehr, sehr schick, aber irgendwie auch lässig und irgendwie auch cool. Und das gefällt mir wieder sehr, sehr gut. Ihr seht ja schon, was ich anhabe. Die schwarz-weiß gestreifte Bluse von H&M. Ärmellos ist sie. Ich habe darunter noch einen Top. Das habe ich halt einfach in eine Ledershorts reingesteckt, um einfach ja, diese Coolness herauszuholen. Dann habe ich meinen Top auch noch in die Hose gesteckt. Das mache ich eigentlich so gut wie immer. Natürlich noch eine Strumpfhose, damit ihr nicht friert. Und dann ist es euch überlassen, was für Schmuck ihr tragt. In meinem Fall habe ich mich an Gold gehalten, weil mir das persönlich besser gefallen hat. Hier habe ich eine Statement-Kette an. Finde ich immer sehr, sehr schön zu Blusen. Dann habe ich hier auch was Golden, ein goldenes Armband an. Einfach damit meine Hand nicht leer ausschaut. Und ja, ein Gürtel, der dazu passt und fertig ist euer Outfit. Wie gesagt, ihr könnt bei den Schuhen wie immer variieren. Ich habe bei mir meine roten Vans an, deswegen habe ich auch rote Lippen. Aber ihr könnt auch schwarze Schuhe anziehen oder High Heels. Oder ich würde persönlich meine Jeffrey Campbell anziehen. Aber ja, ist euch überlassen, wie ihr das kombinieren könnt. Und das ist einfach eine Outfit-Inspiration von mir für euch. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das zweite Outfit, das ich euch präsentieren möchte, ist an sich einfach schon ein sehr, sehr schönes Kleid, was man eigentlich nicht sehr viel aufpeppen muss. In meinem Fall habe ich einfach um meine Brust oder unter der Brust auf jeden Fall einen Gürtel reingetan, einen schlichten kleinen Gürtel, der nicht zu sehr auffällt. Und mehr habe ich nicht gemacht, weil das Kleid an sich einfach super schön ist. Ich trage halt immer noch dieses Armband, aber ihr könnt entscheiden, welches Armband ihr tragt. Und an den Schuhen trage ich einfach offene Schuhe, aber es sind keine Ballerinas, die auch mit dem Gürtel auch ein bisschen verzweigt sind und so. Und ja, dieses Outfit gefällt mir sehr, sehr gut. Ich kann es mir super schön im Sommer vorstellen oder im Frühling. Und einfach, wenn ihr ein Eis essen geht oder spazieren mit euren Freunden, mit euren Freunden, keine Ahnung. Aber es ist wirklich so was Romantisches, was richtig, richtig Süßes. Und ich liebe dieses Kleid und dieses Outfit. Und ja, wenn euch aber ein bisschen kalt ist, würde ich einfach eine kurze Jeansjacke drüber ziehen und mehr auch nicht. Und dann ist das Outfit komplett. Beim dritten Outfit soll es sich hauptsächlich um meine Schuhe handeln, weil ihr habt mich gefragt, wie ich diese verzierten Schuhe anziehe, also die sind cremefarben. Dieses Outfit ist ein bisschen gewagter und zeigt ein bisschen Haut und deswegen, ja, verurteilt mich nicht, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz schön und ich zeige es euch jetzt mal. Also was ich anhabe, ist halt ein pastellfarbiges, längeres Oberteil. Es hat einen Rückenausschnitt und zwar einen sehr, sehr weiten, aber ich glaube, ich würde drüber eh eine Strickjacke anziehen, damit ihr ein bisschen Haut verdeckt. Dazu trage ich einfach eine ganz, ganz hellblaue Leggings. Eigentlich mag ich das nicht, aber hierzu passt es sehr, sehr gut. Es sieht sehr sportlich aus, aber auch sehr feminin und das, ja, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und dazu halt ganz unten noch halt die Schuhe, die ja, cremefarben sind. Und deswegen ist es ein sehr schöner Übergang, also das ganze Paket an sich. Ich würde bei diesem Outfit auf Schmuck verzichten, aber ich habe auch eine Kette dran. Also eigentlich trage ich immer nur Ketten. Und ich habe es halt auf silbernen Schmuck beschränkt, weil Gold hier einfach nicht dazu passt. Und ich verbinde auch nicht Gold mit Sommer oder so. Und deswegen, ja, zeige ich euch mal das Outfit im Ganzen. Das waren meine drei Outfits, die ich für euch abgedreht habe. Gerne könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, welches Outfit euch am besten gefallen hat. Ich weiß, manche Kombinationen waren ein bisschen komisch, aber es hat ja nur zur Outfit-Inspiration gedient. Letztendlich ist es euch überlassen, welche Sachen ihr so da habt und wie ihr es kombinieren könnt. Ich wollte noch zu meinem letzten Outfit was anmerken lassen, und zwar zu diesen beigen cremefarbenen Schuhen mit Spitze.
Kleiner Tipp, zieht diese Schuhe niemals mit Socken an. Es sieht einfach nicht gut aus. Es ist einfach ein totales No-Go. Was ihr machen könnt oder was ich machen werde, ist Einlagen kaufen und die da reinsetzen oder solche dünnen, süßen Socken kaufen, die nicht übers ganze Fuß gehen, sondern nur so vorne rum. Also, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall war das mein Outfit-Video für euch. Vergesst mir nicht, ein Feedback da zu lassen, falls ihr noch mehr Outfit-Videos sehen wollt und falls es den einen oder anderen was gebracht hat. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und tschüss.